Ja, aber das nur. Kommst du oder kommst du nicht? Ja, sieht nicht so aus. Also können wir das Ding auch heben. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh. Komm, stirb. Komm, fall da um. Oh, er ist weg. Oh. Der ist weg. Der ist weg. Du ahnst ihn nicht. Das ist doch kacke. Ja, ist auch besser so, dass du mich nicht siehst. Mann. Ja. So viel dazu. Letzter Ladepunkt. Letzte Speichern. Also versuchen dran vorbeizuschleichen. Oder wir knocken den einfach aus. Das können wir natürlich auch machen. Schauen wir mal. So. Nummer uno. Der nächste. Oh, hier müsste jetzt der Typ stehen. Okay. Gleich jetzt hier mal runter und hoffe, dass die mich nicht sehen. Ich stehe sowieso nicht, warum die so aggro auf mich sind. Tu denen doch nix. Will doch nur spielen. Bin doch nur ein Mädchen. Zugriff verweigert. Nie Zugriff verweigert. Oh, hat der mich erwischt oder was? Oh, Scheiß. Darf ich hier 30 Sekunden rumlungern? Oh, oh. Also bloß wegbleiben. Oh, was ist denn nun? 2 Sekunden. Okay, neuer Versuch. 60%. 60%. Machen wir das so. Zugriff gewährt. Das war knapp. Hui. Ausgezeichnet. Ich versuche sie jetzt zu ordnen. Ja, mach mal. Dürfte nicht allzu lange dauern. Dann sieh mal zu. Und ich hab sie. Okay. Jaya versteckt sich in einem Apartmentgebäude, das Hengsha Court Gardens im Yuzhou-Viertel. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Gehen Sie zu ihr und treiben Sie Ihre Schulden ein. Alles klar. Also müssen wir nach unten. Wird er irgendwie runterkommen? Wenn wir hier runterspringen, ich speichere mal. Ich weiß nicht, wie viel er aushält, wenn wir hier einfach... Ja, es geht. Okay. Obwohl, das sieht nicht so aus, als wenn wir hier hin dürften. Ha. Ja. Ja gut. Wir werden es ja gleich sehen, wenn wir hier runter... springen. Ich kann ja auch einfach versuchen, hier dran vorbeizuschleichen. Wenn der sich da mal umdrehen würde. Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier hin dürfen. Wenn der jetzt Avatar. Nein, wenn der jetzt Ali... Sprachfehler FTW. Wenn der jetzt mich erwischen wird, so ist nämlich andere Wörter,
werden die anderen ja auch auf mich aufmerksam. Vermutlich. Oder auch nicht. Ja, wir gehen jetzt hier mal durch die U-Bahn. Okay, da müssen wir aber gar nicht hin. Wir müssen schon da hinten lang. So, gehen wir ganz nochmal vorbei. Moin. Guten Tag. Sie haben hier nichts zu suchen. Okay. Ja, ich gehe wieder. Tschüss. Bin schon weg. Bin schon weg. Den gesamten Apartmentkomplex abriegeln lassen. Keiner weiß warum. Okay, das haben die abriegeln lassen. Ich hatte gehofft, jemand könnte mir sagen, wann ich wieder rein. Tja. Wir kommen von da oben, ne? Das heißt, entweder ballern wir uns hier unten durch. Oder wir gehen wirklich da oben lang. Wir müssen an denen vorbeischleichen. Ach, das ist doch was. Ach ja. Also doch wieder hoch. Müssen wir halt versuchen, an denen vorbeizukommen. So. Na, wie gehen wir mal hier hoch? Was ist denn eigentlich mit dieser Tür hier? Vielleicht bringt die uns ja weiter, ohne dass wir ballern oder uns... erwischen lassen. Entschuldigung. Schluck auf. Wo müssen wir denn hin? Da unten müssen wir. Okay. Auf geht's nach unten. Auf, da sind doch die Bösen. Okay. Wo kommen wir hier raus? Nur noch weiter nach unten. Hier muss doch irgendwo eine Tür sein oder sowas. Oh, ein Praxispunkt. Moment. Mal gucken, ob wir den schon mal direkt investieren können. Kinetische Prothese. Was haben wir denn hier? Ah, das haben wir ja schon komplett. Durchbrechen Sie eine Mauer. Verringert den Rückstoß. Ja, ob wir die Mauer durchbrechen müssen. Sammeln Sie Informationen über Knoten eines Netzwerks, bevor Sie diese Entscheidung treffen. Okay. Was haben wir hier? Schleicheroptionen. Markieren bis zu 3 Ziele mit einem Ortungssymbol. Er zeigt im Falle eines Entdeckung an, wo der Gegner sie gesehen hat. Hm. Beides sehr interessant. Was haben wir hier? Er senkt die Gefahr der Entdeckung bei Übernahme. Ist bestimmt auch nicht schlecht beim Hacken. Nehmen wir erstmal das. So, speichern wir nochmal. Ja, die Frage ist jetzt aber trotz alledem, wie kommen wir denn jetzt da oben hin? Man ist ja alles schön und gut, dass wir hier runter können. Aber wir kommen nicht in das Gebäude rein. Oder können wir hier aufmachen? Nö. Können wir nicht. Kommen wir vielleicht hier rein? Gibt es hier irgendwie eine Luke oder so? Warum gibt es hier in dem Fahrstuhl keine Luke? Was ist denn das für ein Fahrstuhl? Mädels. Okay. Mal gucken, ob wir irgendwie weiter oben in das Gebäude reinkommen. Hier kommen wir ja nur wieder auf das Dach, wo wir dann schleichen müssten. Warum komme ich hier? Achso, falsche Seite. Falsche Seite, falsche Seite. Wer baut eigentlich so ein Gebäude? Das ist ja... Und das war's? Na komm. Achso, das war ja hier hoch. Genau. So. Na, du sollst da hochspringen. Springst du mal da hoch. Dankeschön. Und weiter nach oben. Hier waren wir schon mal. Ich erinnere mich. Genau, da kamen wir nämlich durch.
Ja gut, das können wir jetzt nicht wirklich gebrauchen. Mal gucken, vielleicht kommen wir hier in das Gebäude rein. Wo wir hin müssen. Moment mal. Nö. Ich glaube, hier waren wir schon mal drinne. So, nehmen wir erstmal die Munition mit. Kühlschrank? Komm, den packen wir vor die Tür. So, da kommt nämlich dann keiner durch. So, junge Frau. Wer sind Sie? Noch einer von Tongs Schlägern? Verschwinden Sie! Ich habe ihm gesagt, ich bezahle nicht! Diplomatisch versuchen wir es mal. Hören Sie, ich weiß, die Situation ist schwierig und ich mache das auch nur ungern, aber Tong will das Geld, das Sie ihm schulden. Oh, Sie Ärmster. Haben Sie ein schlechtes Gewissen, weil Sie die Drecksarbeit für ihn erledigen? Soll ich Sie jetzt bedauern? Nennen wir das Kind doch beim Namen. Sie sind hier, um mich zu bestehlen. Stehlen? Sie haben eine Augmentierung bekommen und müssen sie bezahlen. Das ist zwar bitter, aber von Stehlen kann ja wohl keine Rede sein. Sind Sie wirklich so naiv? Bei Tong zahlt man nicht in Raten. Bei Tong zahlt man, bis man schwarz wird. Hören Sie, ich hatte gerade als Maklerin angefangen. Die meisten meiner Kollegen kommen aus reichen Familien. Sie haben sich durch Augmente einen unglaublichen Vorteil verschafft. Auf legalem Wege hätte ich mir das niemals leisten können. Also haben Sie sich mit den Triaden eingelassen? Ich habe nicht studiert, um mit leeren Händen dazustehen. Als ich genug Geld verdient hatte, wollte ich die Aug bezahlen. Aber nein, Sie wollen eine monatliche Gewinnbeteiligung. Sie sagen, das stünde Ihnen zu, weil ich mein Geld nur wegen Ihres Optimierungschips verdiene. Worüber können wir denn noch reden? Augmentierung. Hätten Sie es nicht auch ohne Optimierung geschafft? Sie hätten heute keinen Ärger, wenn Sie sich an die Regeln gehalten hätten. An die Regeln? Wissen Sie, was passiert, wenn man sich an die Regeln hält? Ich komme aus einer armen Familie. Mein Vater, meine Mutter, meine beiden Schwestern und meine drei Brüder, sie haben alle nichts erreicht. Als ich mich in der Schule abmühte, sagten sie, ich würde meine Zeit verschwenden. Später auf der Kaufmannsschule wieder die gleiche Leier. Sie sagten, ich könnte niemals mit den reichen Kindern und mit ihren Tutoren mithalten. Aber Sie konnten. Ja. Ich war Jahrgangsbeste. Ohne Hilfe und spezielle Förderung. Nur durch Blut, Schweiß und Tränen. Und was haben meine Mitschüler gemacht? Beschissen. Sie haben sich den Erfolg wiedererkauft. Und was hat meine Familie gesagt? Dass ich meine Zeit verschwendet hätte. Ich sollte es endlich einsehen. Nach all den Anstrengungen? Nein, niemals. Okay, und die Bezahlung, wie viel wollen Sie? Wie viel wollen die von Ihnen? Ein paar hundert Credits im Monat. Das ist nicht viel, aber auf lange Sicht. Sagen wir, Sie haben ein sehr lukratives Geschäft gemacht. Zumal ich nicht Ihre einzige Klientin bin. Und Tong? Wie haben Sie Tong kennengelernt? Wie die meisten Leute Tong kennenlernen. Ich war verletzt. Und das haben seine Bluthunde gewittert. Sie kamen zu mir und boten mir ihre Hilfe an. Ich wusste gleich, das ist keine gute Idee. Aber ich war so wütend, dass es mich nicht störte. Okay. Naja, vielleicht kann ich ja mit denen reden. Obwohl, er hat nicht so den Eindruck gemacht, als wenn man mit dem reden könnte. Naja, komm, wir können sie versuchen. Hören Sie, ich kann mit einem von Tongs Leuten reden. Vielleicht lässt er sie vom Haken. Das würden Sie tun? Ich dachte, Sie sind auch nur ein hirnloser Schläger. Sie ahnen ja nicht, was das für mich bedeuten würde. Danken Sie mir noch nicht. Ich weiß nicht, ob Sie mir zuhören, aber ich versuch's. Ganz genau, wir versuchen's. Okay, dann reden wir jetzt erstmal. Ja. Erstmal packen wir den Kühlschrank wieder an seinen Ort. So. Komm, Kühlschrank. Schön da reingehen. Ja. Ja, ist fast so wie vorher. Wir machen aber erst die Hauptmission weiter. Obwohl. Ne, wir reden erst mit dem Barkeeper. Moment, wo war denn hier jetzt.
Und wo kamen wir denn? Kamen wir von hier? Nee, von hier kamen wir doch nicht, oder? Kamen wir von hier? Naja, scheinbar doch. Na gut. Es war ein bisschen ein Umweg immer hier. Über den Fahrstuhlschacht, aber... Das ist halt ein sicherer Weg. Und sicher ist sicher. So. Kommen wir hier wieder raus. Und dann gehen wir zurück. Zurück. War das hier, wo wir gerade runtergegangen sind? Glaub nicht. Gehen wir mal hier runter. Ja, das sieht doch gut aus. Hier. So, hier runter. Alles gut. Wir müssen eben schauen, wo der... wo der Laden war. Wo war denn hier jetzt der Laden? Erste Ebene. Bargeflüster. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen auch hier mit dem Typen reden. Wo ist denn die olle Bar? Dann müssen wir erst hier einmal durch. Das war... Hier. Hier durch. Dip, 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 dip. Genau, dann müssen wir hier durch die Türe. Durch die Türe, durch die Türe, durch die Türe, Valentine. Es. Aber sonst geht's noch, ja? Blätter, die rumfliegen. Kommen wir da jetzt eigentlich so rein? Oder sagt der Türsteher wieder, ey, was machst du hier, Junge? Geh weg. Solltest du nicht nochmal versuchen, Mann? Vielleicht ein andermal. Okay, deine Sache. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegt hast. Ich zahle euch jetzt nicht jedes Mal 1000 Credits, damit ich hier rein kann. Jetzt bin ich durch. Liebste möchte ich den auf die Fresse hauen. Das mache ich auch noch zum Schluss. So ein Idiot. Da wieder durchs Mädchenklo hier rein. Mann. Alles nur, damit ich Geld sparen kann. Wie bin ich denn da hingekommen? Ach so. Ich weiß wieder. So, da sind wir wieder am Hiefe. Und? Wer schliefe? Na, der mit dem Hiefe. Los.